Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei Kirmes Aktuell. Heute schauen wir uns mal eine Achterbahn, welche mobil auf der Reise ist, an. Und zwar geht es heute um die Achterbahn Crazy Mine vom Schausteller Thilo Jansen aus Rastede. Ja, es handelt sich hierbei um einen Spinning Coaster vom Hersteller Reverchon aus Frankreich und die Bahn wurde 1997 gebaut. Es ist also keine Neuheit, sondern eine Umgestaltung, die wir uns hier heute anschauen. Die Bahn hat eine Schienenlänge von 430 Metern, eine Breite von 45 Metern, Tiefe 25 Meter und eine Höhe von 17 Metern. Elektrisch benötigt die Bahn einen Anschluss von 80 kW. Die Bahn hat insgesamt 9 Gondeln, 36 Personen in 9 Gondeln, ergibt eine Kapazität von 900 Personen pro Stunde. Es gibt etwas zu dieser Bahn zu sagen, zum Punkto ehemalige Namen und Vorgeschichte. Bis 2023 hieß die Achterbahn nämlich noch Crazy Mouse und nicht Crazy Mine. Sehr namensverwandt das Ganze, aber dazu kommen wir dann jetzt gleich noch. 1998 bis 2009 war die Bahn fest vor Ort im South Pier in Blackpool gestanden. Erst seit 2010 ist diese Bahn dann erst unter Götzke und dann unter Jansen in Deutschland unterwegs auf der Reise. Das waren erstmal so die ganzen groben Daten und Fakten und dann schauen wir uns jetzt den Punkt Optik an, denn das ist auf jeden Fall das Interessante, denn es handelt sich ja hierbei um eine Umgestaltung. Ja, wie man anhand der Vorgeschichte schon vermuten kann, ist die Thematisierung der Crazy Mine komplett neu, denn bis 2024 hieß die Achterbahn ja noch Crazy Mouse und hatte die normale Spinning Mouse Thematisierung, wie es auch vom Hersteller her ausgeliefert wird. Wenn man es ganz genau nimmt, heißt die Achterbahn sogar vom Namen her Trapper Joe's Crazy Mine, also etwas länger, ich habe das jetzt nur am Anfang erstmal weggelassen, komme ich aber jetzt noch drauf, denn Trapper Joe ist ein guter alter Herr, welcher auch hier als XXL-Deko-Figur vor der Bahn rumsteht, den man aber auch wiedererkennt auf allen Schildern und auch auf dem Schriftzug hinten, also er taucht überall wieder auf, der gute Trapper Joe. Und es geht hier eben bei dieser Achterbahn um seine Crazy Mine, seine Mine. Das heißt, man kann es anhand des Namens schon vermuten, so Western-Minen-Thematisierung, das ist hier thematisch das Thema. Und das kann sich bisher aber definitiv auch sehen lassen und ist optisch eine Aufwertung zum sonst eher Standard-Look mit der Maus. Ein neues Kassenhäuschen mit Animatronic auf dem Dach obendrauf, ein neu gestalteter Wartebereich und auch ein umgeänderter Look des Stationsgebäudes inklusive der Achterbahnchaisen, die haben auch einen neuen Anstrich bekommen. Die ganzen Schienen im Grunde, wahrscheinlich war es auch Teil der Umthematisierung auch, wobei das jetzt dann letztes Jahr schon unter dem neuen Schienenlook unterwegs war, als Crazy Mouse noch. Also die Schienen sind so gesehen jetzt nicht ganz neu, aber passt optisch einfach mit ganz gut rein in die ganze Geschichte. Wenn man den erstmaligen Artworks, die damals veröffentlicht wurde, glauben darf, würde ich jetzt behaupten, zumindest so wie die Bahn in Landshut aufgebaut war, da wo ich sie angetroffen habe, war sie jetzt noch nicht hundertprozentig fertig. Man muss aber auch dazu sagen, die Bahn ist mittlerweile etwas fast schon umgestaltet, dass man sie eher in die Breite aufbaut, was jetzt hier in Landshut nicht ganz so zur Geltung gekommen ist. Da ist sie eher von der Front zu sehen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auf diesen Artworks waren dann eben noch so Wasserspiele und sowas mit drauf. Das hat jetzt hier in Landshut irgendwie noch gefehlt, aber gut, es ist auch noch kein Sommer, vielleicht kommt das auch noch. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr gut aus. Jetzt schauen wir uns aber mal noch den Punkt Fahrt an. Die Fahrt ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so besonders wie die Umgestaltung. Es ist achterbahntechnisch nicht so eine Besonderheit wie beispielsweise bei Heidi der Coaster, was ebenfalls ein Reverchon Spinning Coaster ist. Dieser wurde allerdings komplett neu gebaut. Hier hat man ja so spezielle Elemente wie Onboard-Soundtrack, aber auch wie diesen Speedlift nach oben. Das ist jetzt hier bei der alten klassischen Crazy Mouse, bei dem Spinning Coaster, nicht der Fall. Die Fahrt ist trotzdem aber insgesamt sehr abwechslungsreich, kann man sagen, da je nachdem, wie der Wagen beladen ist, eigentlich jede Fahrt anders ist. Denn man kann sich hier ja drehen, sagt der Name Spinning Coaster ja schon, und je nachdem, wie die Chaise beladen ist, dreht man sich halt manchmal gefühlt gar nicht oder eher weniger oder halt auch wirklich gefühlt nur noch an einer Stelle und man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wenn man da aussteigt. Und das ist halt das Coole, weil so ist jede Fahrt eigentlich echt so ein bisschen anders. Die oberste Fahrtebene ist eine klassische wilde Maus ohne Drehfunktion der Wagen. Nach erst einem kleineren Drop und dann eben nochmal einen etwas größeren Drop durchfährt man dann aber nochmal so eine Ebene mit Spinning-Funktion.
wie sie, finde ich, auch der spaßigste Teil der Fahrt darstellt dann. Also das ist wirklich echt cool. Ja, und dann ist die Fahrt dann am Ende auch vorbei. Fazit würde ich sagen, gerade in der heutigen Zeit hat sich das Schaubild auf Kirmesplätzen etwas verändert und man versucht viel durch Thematisierung den Kunden schmackhaft zu machen. Das ist im Grunde auch so ein Aufrüsten, Wettrüsten zwischen den Schaustellern. Finde ich aber irgendwo cool, weil man bekommt halt viel hochwertiger thematisierte Fahrgeschäfte und Attraktionen auf den Volksfesten. Ich finde das ein cooler Ansatz, gerade auch aus älteren Anlagen, die dann eben nochmal aufzufrischen. Die Fahrt an sich ist jetzt zwar nicht groß besonders, aber einfach irgendwo kult und spaßig. Und wenn ich jetzt überlege, in Landshut habe ich für diese Bahn einen Fahrpreis von 5 Euro gezahlt. Zeitgleich lief bei uns in Nürnberg, ich nehme das jetzt einfach als Beispiel, was unsere Home-Veranstaltung ist, und dort steht die Wilde Maus für 6 Euro. Dann finde ich für 5 Euro das wesentlich preiswerter den Spinning Coaster als für 6 Euro für die normale Wilde Maus, muss ich sagen. Hier bekommt man dann doch definitiv mehr geboten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Umgestaltung der Crazy Mine gefällt. Schreibt es gerne rein. Wir sind fertig mit dem Review hier für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, Leute.